Diesmal ist der VW Crafter ein Eigengewächs. Anders als sein Vorgänger, der in enger Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz entwickelt und gebaut wurde, ist der neue Crafter ein völlig eigenständiger Volkswagen. Vielseitig ist er nach wie vor. Den Crafter gibt es als Kastenwagen und mit Pritsche in mehreren Längen und Höhen sowie Front-, Heck- und Allrad angetrieben. Der Vorteil vom VanMotion liegt beim Crafter in erster Linie natürlich im normalen Straßengebrauch. Es gibt mehr Halt, mehr Sicherheit, gerade im Winter, im Herbst, also bei veränderten Fahrbahnbedingungen. Aber ermöglicht auch das, was wir gerade machen, nämlich so eine Fahrt abseits der Straße, auf unbefestigten Straßen, haben wir mehr Stabilität und kommen auch besser voran. Die vier Grundmodelle gibt es als Kombi- oder Kastenwagen in drei verschiedenen Längen sowie Höhen. Der Laderaum ist bis zu 2,19 Meter hoch, die Laderaumlänge beträgt bis zu 4,85 Meter. Das maximale Ladevolumen liegt bei 18,4 Kubikmetern. Die Holzkiste zum Beispiel haben wir formschlüssig gelagert. Wir haben am hinteren Teil eine Europalette gestellt an der Stirnwand, haben dann die Holzkiste mit dem Stapler anstellen lassen. Die hat ein relativ genietetes Gewicht, die wiegt bloß 40 Kilo und haben dann diese Holzkiste mit Niedersohren auf die Position gehalten, haben dann den Spanngurt über die zweite Öse rübergezogen und haben dann vorne und hinten eben die beiden Stangen dort halt eben reingestellt. Und somit steht die Ladung stabil an der Stelle. Eine Gefahrenbremsung ist halt möglich, ein Ausweichen ist halt eben möglich und die Ladung ist auch so gesichert, dass das Ladegut nicht beschädigt wird. Der Crafter ist kein einzelnes Fahrzeug, sondern eine ganze Familie. Insgesamt stehen 69 Versionen zur Auswahl. Den Arbeitsplatz im Cockpit, hinter dem PKW-haften Lenkrad, gestaltet VW nützlich und angenehm. In Sachen Elektronik und Assistenzsystemen hat VW den Crafter aufgerüstet. Neu ist zum Beispiel die elektromechanische Lenkung, eine elektronische Erkennung von seitlichen Hindernissen sowie ein Assistent zum Rangieren mit dem Anhänger. Der Trailer Assist erleichtert mir ungemein auch für den geübten Anhängerfahrer das Rückwärtsfahren, insbesondere Rückwärtsfahren geradeaus mit einem Anhänger, ist ein Assistenzsystem. Das heißt, es ist kein autonomes System, es macht es nicht allein. Aber es hilft ungemein. Das Fahrzeug wird letztendlich dann gesteuert über diesen Joystick, wo ich im Normalfall nur den Spiegel halt eben einstelle, gebe die Richtung vor und das Fahrzeug arbeitet dann alleine. Die Elektronik ist da viel schneller und deshalb auch gerade beim Geradeausfahren zurück ganz wenig Lenkbewegung, was die Technik dann macht und das Fahrzeug in die richtige Richtung bedient. Eigentlich zieht der Anhänger jetzt das Auto beim Rückwärtsfahren. Für noch größere Gewichte bei der Zuladung kann die Hinterachse des Crafters jetzt auch mit Zwillingsrädern ausgestattet werden. Sinn und Zweck ist einfach, dass die Achse kürzer ist und somit ist das Auto mehr beladbar. Also von der Nutzlast viel mehr beladbar und somit auch ökonomischer. Ein einfaches Beispiel, ein kurzer Besenstiel ist schwerer zu brechen wie ein langer Besenstiel. Und eine kürzere Achse ist damit halt eben mehr Belastungsstand. Egal wie rau die Arbeitsbedingungen auch immer sind, mit seiner Vielfalt lässt sich der neue Crafter für beinahe jeden Einsatz ausrüsten.